Liebste Königin, was macht das Reich? Wenn man einen Historienfilm dreht, ist es interessant zu sehen, wie modern er wirkt, denn die Dinge haben sich nicht wirklich geändert. Der gesamte Film erkundet die Bereiche von Politik, Sexintrigen, Machtspielen, Machtkämpfen, emotionale Bedürfnisse und Abhängigkeit, Unterwerfung des anderen. Ich denke, es ist sehr komplex und verlagert sich die ganze Zeit. Wünscht er noch einen Happen meiner neuen Zofe, bevor er geht? Es macht einem bestimmte Dinge bewusst über menschliches Verhalten, Gesellschaft und Macht. Und all diese Themen sind Teil des Films. Schießen wir etwas nieder. Ab und an weiß man nicht mehr, ob man die Pistole geladen hat oder nicht. Ich befürchte Verwirrung und Unfälle. Wir haben drei wirklich wundervoll gestaltete Frauen im Zentrum der Geschichte. Das ist wirklich etwas Besonderes. Nicht für die Königin. Gib mir die Tasse, Abigail. Wer? Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Drei ist immer schwierig, eine ist immer die Ausgeschlossene und das ist hier auch der Fall. Wurf! Was es so zeitlos macht, ist die Idee eines Günstlings. Jemand mit außergewöhnlicher Macht, dem diese Gunst entzogen wird. Du genießt das alles. In vollen Zügen habe ich recht. Zu sehen, wie du mich umwirbst, meine Liebe, wie kann man sich daran nicht ergötzen? Es gibt Schmerz, Zärtlichkeit, Wut und Fürsorge, einfach alles. Es ist eine reiche, komplizierte Beziehung. Dein Ton gefällt mir nicht. Ich bin die Königin. Dann handle ausnahmsweise mal wie ein. Wir haben uns alles neu ausgedacht, um einen Film zu machen, mit dem man sich hoffentlich auch in unserer Zeit identifizieren kann. Das ist Wahnsinn. Eine Dame möchte sich gelegentlich amüsieren. The Favourite – Intrigen und Irrsinn. Ab Donnerstag, den 24. Januar, nur im Kino.